Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück in Wallonien und ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass es weitergeht. Habe richtig Lust drauf. Und kurzes Resümee zur ersten Staffel. Auch euer Interesse ist ja wirklich riesig, erstaunlich groß. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Und vermutlich hatte ich mich ein bisschen getäuscht mit der Annahme, dass 95% der Zuschauer das Spiel nicht gespielt haben. Es haben aus den Kommentaren, aus den Reaktionen, habe ich doch gemerkt, wahnsinnig viele haben ebenso positive Erinnerungen an dieses Spiel wie ich. Wie auch immer, wir setzen fort. Wir wollen weitermachen. Es gab auch viele, viele gute Tipps von euch, für die ich sehr dankbar bin. Ein, zwei wichtige Sachen möchte ich erwähnen als erstes. Da gab es sogar eine längere Diskussion in den Kommentaren. Wie läuft das nochmal mit dem Anschließen der Städte? Es ist so, dass die Städte sich selbst weiterentwickeln, wenn man sie anschließt ans Transportnetzwerk. Das heißt, dort beginnt auch eine Industrialisierung. Mit der Zeit entstehen dort auch Fabriken und sie stellen dann erst Zwischengüter her und später dann sogar die teuren Endprodukte. Aber ich dachte offenbar, dass es reicht, hier einen Gleis hinzuführen. Das reicht aber offenbar nicht, wie sich herausgestellt hat. Steht auch in der Anleitung, so habe ich nochmal gelesen. Man muss eine Stadt wirklich anschließen, entweder mit einem Depot, einem Bahnhof oder mit einem Hafen. Das genügt auch. Das heißt, Narvik müsste eigentlich hier angeschlossen sein, durch den Hafen hier. Die müssten jetzt beginnen, sich zu entwickeln. Das Zweite, was ich gelernt habe, ist, oder mich erinnert habe, dass diese Sache, die wir jetzt hier gebaut haben, eine Eisenbahn vom Hafen ausgehend, hier wird ja gerade ein Depot gebaut, dass das noch nicht ausreicht. Wir müssen, um die Waren von hier jetzt transportieren zu können, müssen wir ja auch noch ein Depot bauen, das ist nötig. Also hier wird sozusagen, der Zug fährt hier hin und dann fährt er, kann er eben nicht gleich in den Hafen laden, sondern muss erst über ein Depot ausgeladen werden. Also da dauert es also noch ein bisschen, ehe da was ankommt. Soweit, so gut erstmal. Okay, ansonsten hatten wir ja schon so ein paar Prioritäten jetzt gemerkt, was dringend zu tun ist. Die Armee wollten wir hier eh nochmal ausruhen lassen. Wobei, der Angriff auf die Hauptstadt, das wird ja, glaube ich, ein bisschen kniffliger. Diese Angaben sind sehr, sehr unsicher. Ich glaube, hier unser Garnisonskommandeur von Toftlund, der hat irgendwie zu viel Schnaps getrunken. Das kann nicht stimmen. Deswegen habe ich mir überlegt, wir können doch mal eine Einheit einfach mal reinschicken, die dann einfach aus der Schlacht wieder flieht, gewissermaßen so als Speereinheit. Dann sehen wir genau, was da los ist und können dann unsere weitere Rekrutierung darauf abstellen. Machen wir das mal. Wir ziehen mal rein nach Kessel. So, ansonsten sind wir dabei, hier ein Gleis hochzubauen, um uns diese Schafe hier zu holen, die Wolle aus den Bergen. Auch da hatte ich fälschlicherweise gesagt, dass man das nicht ausbauen kann. Kann man doch, braucht man später einen anderen Spezialisten dafür. Also so langsam rütteln sich die Dinge jetzt wieder zurecht. Was sind unsere Prioritäten? Wir müssen auf jeden Fall unsere Arbeitskraft weiterentwickeln, ganz entscheidend. Dazu brauchen wir Papier, das produzieren wir auch gerade. Wir müssen jetzt wirklich kontinuierlich immer Meister ausbilden, damit wir hier mehr Arbeitskraft haben. Das reicht absolut nicht. Dann müssen wir gleichrangig irgendwie unsere Industriekapazität erhöhen. Also wir haben teilweise schon mehr Rohstoffe, als wir verarbeiten können, besonders im Holzbereich. Und ebenso unsere Transportkapazität. Das können wir uns mal angucken. Auch hier, wir können das ganze Holz zum Beispiel gar nicht produzieren. Und vor allem, wenn jetzt hier hinten die Lieferung von Eisenerz dann irgendwann losgeht, dann müssen wir das auch transportieren. Ja, und das genügt da nicht. Also das müssen wir auch beachten. Dann sollten wir, ja, im Moment brauchen wir es noch nicht sofort, weil wir relativ viele Rohstoffe jetzt selbst produzieren. Wir sollten dann aber auch dran denken, dass wir unsere Handelskapazität erhöhen. Hier unsere 8 Kapazität, die wir bei der Handelsmarine haben. Denn natürlich kann man mehr einkaufen von Grundrohstoffen. Und wenn man die Kapazität in der Industrie hat, die dann auch weiterverarbeiten und dann dementsprechend auch mehr verkaufen, was dann erst richtig die Wirtschaft ankurbelt. So, und dann, eigentlich müssen wir alles machen, wie immer bei diesem Spiel. Und dann brauchen wir langsam auch zu unserer Sicherheit eine Kriegsflotte. Schauen wir uns nochmal die Lage an. Man muss
wissen, dass es in diesem Spiel tatsächlich Handelswege gibt, beziehungsweise auch Seewege, die unterbrochen werden können. Also, nehmen wir an, zum Beispiel, wir haben hier ja unseren Hafen und das, was wir jetzt hier zukünftig produzieren werden, das wird ja über den Hafen transportiert. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, hier ist wirklich so eine Art Seeroute in die Hauptstadt. Wenn jetzt diese verschiedenen Seeprovinzen abgeriegelt werden durch Feinde, unterbrochen werden, dann kann auch die Seeroute, dann kommen auch die Waren nicht mehr an. Und das ist natürlich, sowas kann zu einem eklatanten Problem für eine Ökonomie werden. Oder noch viel problematischer, unser Außenhandel, der läuft ja über den Hauptstadthafen. Da gibt es jetzt nicht direkt zugeordnete Wege, aber da ist es so, wenn jetzt der Hauptstadthafen hier abgeriegelt wird durch eine feindliche Flotte, das kann man nämlich auch, man kann sozusagen eine Blockade beginnen, dann können wir keinen Außenhandel mehr betreiben, was natürlich beziehungsweise dann gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass unsere Handelsflotte abgefangen wird, was natürlich auch gravierende Folgen hat. Und natürlich kann es eine Invasion geben, vor der wir uns auch schützen müssen. Müssen wir mal gucken, wie sich das mit unseren Feinden oder potenziellen Gefahren entwickelt. Aber nehmen wir mal an, die Hauptstadt wird erobert, weil wir dort keine Armee stehen haben. Dann ist es vorbei. Dann ist Wallonien mehr oder minder untergegangen. Geschichte. Also es gibt einen guten Grund, gerade in dieser Insellage, wenn wir unsere Kriegsflotte erweitern. Ich tendiere im Moment dazu, drei große Linienschiffe zu haben und drei Fregatten, die sind sehr gut dafür geeignet, zum Beispiel diese Handelswege zu schützen, indem man sie dann in den Hafen stellt, dann machen sie das automatisch. Ja, aber alles nacheinander. Es ist, ja, eigentlich, das ist typisch an diesem Spiel, man will eigentlich alles gleichzeitig machen, aber kann es nicht. So, mehr brauchen wir im Moment, glaube ich, nicht zu tun. Alle arbeiten. Wir haben den Handel eingestellt. Derzeit verkaufen wir hier anständig und eigentlich brauchen wir nur eine Baumwolle oder eine Schafwolle, weil wir von der Kapazität gar nicht größer sind im Moment. Aber was wir vielleicht jetzt, wo wir Kapazitäten frei haben, durchaus mal einkaufen könnten, sind Konserven. Die sind sehr, sehr günstig und die kann man eigentlich immer gebrauchen. Wir müssen ja nicht viel kaufen. Ich denke, das ist eine gute Sache. So, dann kann es eigentlich weitergehen, würde ich sagen. Hoffentlich haben wir nichts vergessen. Zug beenden. So, jetzt wird uns einiges angeboten. Wir können ja mal auf Vorrat kaufen. Wir haben wieder Verkauf. Wir kaufen mal drei. So, annehmen. Ja, und jetzt kommt es zur Schlacht. Ja, das kannst du gerne in Stellung bringen. Wir wollen ja hier nur mal gucken. Und wir sehen, der hat vier normale Infanterie. Und drei Milizen und eine schwere Artillerie zur Verfügung. Das ist schon heftig und ist natürlich hier hinter Palisaden verschanzt. Also, das bedeutet im Prinzip, dass wir, wenn wir hier vorrücken, in jedem Fall unter Beschuss der schweren Artillerie kommen, weil die eine sehr hohe Feuerreichweite hat. Und unsere schwere Artillerie, die kann nicht in einem Zug ziehen und schießen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall einen Treffer abbekommen. Dafür gibt es halt gute Einheiten, nämlich das sind diese leichten Einheiten, entweder die leichte Kavallerie oder Plänkler. Die schickt man dann in der Regel zuerst vor, damit die das Feuer in Empfang nimmt. Die haben nämlich als Fähigkeit, dass sie nur halb so viel Schaden nehmen als normale Einheiten. So, das heißt, hier wäre eine ganz gute Strategie, glaube ich. Also ich würde mal sagen, wir brauchen zu unserer Armee noch zwei Plänkler, die eben das Feuer empfangen. Und dann brauchen wir zwei leichte Artillerie, die in einem Zug nämlich ziehen und schießen kann. Und dann muss es erst heißen, diese schwere Artillerie auszuschalten. Hoffentlich dann mit unserer leichten Artillerie. So müsste das Ziel sein. Und wenn die weg ist, dann bleibt dem Gegner eigentlich nichts anderes übrig, als rauszukommen und uns zu attackieren, weil wir sie sonst einfach mit unserer Artillerie zusammenschießen. Also das wäre so ein bisschen die Strategie. Das müssten wir dann bauen, bevor wir überhaupt die Hauptstadt hier erreichen können. So, ich würde jetzt gerne komplett fliehen jetzt wieder. Wir ziehen die Einheit zurück. Ich hoffe, das geht jetzt so unproblematisch. Nicht, dass ich jetzt hier was total Doofes gemacht habe. Ja. Angriff fehlgeschlagen. Das wird jetzt der Welt auch mitgeteilt. Aber wir wissen in jedem Fall mehr und wissen, was wir so machen müssen. Okay, wir haben wieder hübsch verkauft. Wir haben Plus. Baumwolle ist gekauft, aber keine Konserven. Es gibt keine anbietenden Nationen. Ha, ja, alles klar. Es gibt andere, die noch was haben wollen. Das kommt, weil die kleinen Länder,
Die stellen, glaube ich, keine Konserven her. Die stellen ja halt nur Rohstoffe her im Moment. So, ja, Angriff auf Kesselstadt ist abgewehrt, das wissen wir. Was haben wir noch? Und der Wasserboot, ein Erfolg. Vier Freiwillige der Marine blieben ausgerüstet mit zwei Kerzen beim ersten Test eines Unterwasserboots 3 Stunden unter Wasser. Ein Beamter des Kriegsministeriums, der sich anonym äußerte, sagte, es sei keine sofortige Anwendung dieser neuen Technologie geplant, da das Problem der schnellen Erschöpfung des Luftvorrats sich anscheinend nicht lösen lasse. Die Marine wolle jedoch auf einem der neuen Unterwasserboote bald einen Tag der offenen Tür veranstalten. Okay, oh, und wir haben noch mehr Eisenerz. Also Eisenerz ist ja wirklich zuhauf vorhanden. Hier ist es. Eine Sache habe ich hier auch nicht bedacht. Wir könnten hier gar nicht unser Transportnetzwerk hier mit den Schienen nach Toftlund bringen, weil wir noch nicht durch Sümpfe bauen können. Das ist hier komplett abgeriegelt. Das heißt, wenn wir das anschließen wollen würden, müssten wir ja auch mit dem Hafen arbeiten, was vielleicht keine schlechte Idee ist. Dann wäre die Stadt auch gleich entwickelt. Naja, aber Eisen kriegen wir dort genug. Gibt es eigentlich jetzt keinen Bedarf, da was zu tun. Ich gucke mal, wo sollten wir jetzt weiter forschen? Wo können wir überhaupt hin? Das ist nämlich die große Frage. Vielleicht gucken wir uns das mal hier an. Das ist ja insofern interessant, weil wir hier noch einen Bahnhof bauen müssen. Vielleicht ist da ja was in der Nähe. So, der Ingenieur hat hier die Eisenbahn gebaut. Jetzt baust du die bitte noch dorthin. Und dann kann das Depot gebaut werden. Und du bist fertig mit dem Depot. Haben wir das Geld? 5.500? Ja. Das heißt, jetzt müssen wir nämlich. Hier, also wir gucken mal rein in die Transportwege. Ja, wir sehen tatsächlich, das Eisen, das zusätzliche, das ist hier einfach noch nicht dabei. Wobei, wir haben ja auch noch keine weitere Mine gebaut. Aber die Pferde und so und das Holz, das müsste jetzt eigentlich auch zusätzlich sein. Ist es aber nicht. Die 10 kommen aus dem anderen Holz. Ja, das heißt, wir müssen jetzt hier einfach noch ein Depot bauen. Ich hoffe, das kannst du. Sagst du mir das nicht immer sofort? Nein, wir hatten da ja noch gar kein Depot gebaut. Oh, Mensch. Ich glaube, ich kann dich wieder zurückbringen. Zurücknehmen, genau. Wir hatten da noch nichts gebaut. Das war erst der Schienenweg, den wir gebaut hatten. Na gut, dann müssen wir jetzt hier erstmal mit dem Depot überhaupt anfangen. Und dann eben das andere bauen. So, okay. Die Armee ist zurückgekehrt. Ich hoffe, sie verliert dadurch keine Erfahrung. Ich denke nicht. Wir verteidigen erstmal wieder und warten ab. Ich hoffe ja. Ah, hier sehen wir jetzt die Information. Wie bitte? Zwei leichte, zwei schwere? Naja, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob sie sich ausbauen können in der Zeit. Ich meine, eigentlich haben sie ja keine wirklichen Kapazitäten dafür. Ich glaube nicht. Gut, schauen wir hier rein. Wir müssten eigentlich. Ah, unsere Arbeitskräfte müssen wir irgendwo mal abziehen, ein bisschen. Denn wir wollen ja weiter ausbilden. Was bauen, was werden wir jetzt mal nicht produzieren? Ich glaube, wir brauchen mal kurzzeitig keinen Stoff. Das heißt, wir können jetzt einen weiteren Mann hier ausbilden. Und wir müssen unbedingt weiter Papier produzieren. Das ist absolut wichtig. Das läuft auch. Okay, haben wir hier irgendwas Besonderes? Nee, haben wir nicht. Ja, wir haben auch keine Arbeitskräfte mehr. Mehr können wir auch gar nicht machen. Aber es langsam wird es dann hoffentlich. Jetzt haben wir anhaltend zwei Papierproduktionen. Wobei wir haben einmal Papier im Lager, ne? Wir könnten das auch ein bisschen konservativer machen und nur einmal Papier herstellen. Und dafür was anderes tun. Zum Beispiel mehr Stahl. Ja, immer auch mit Blick zum Beispiel auf Transportkapazität. Okay, am Einkauf ändern wir jetzt mal nichts. Diplomatie gibt es, glaube ich, hoffentlich zumindest nichts Neues. Da müssen wir nicht jedes Mal reingucken, dann geht es weiter. So, Patagon bietet Lebensmittel, die verkaufen. Ich will aber denen jetzt nicht so viel Geld schicken, deswegen nehme ich nur eine Konserve. Das war's. Diesmal keine Baumwolle. Wodan und Katay haben angeboten, aber Katay sind wir nur Nummer 2. Hat offenbar nicht gereicht. Na gut, wir hatten Gott sei Dank das letzte Mal ein bisschen mehr gekauft. Muss man bedenken. Okay. Gut.
Neue Waffe, ein Bombenerfolg. Das Kriegsministerium hat vor kurzem seine neueste Waffe enthüllt. Eine mit Schießpulver gefüllte und mit Eisenblech ummantelte Rakete. Wow. Wallonien ist schon ein toller Ort. Hier war leider nichts. Dann gucken wir wo weiter. Wo kämen wir denn überhaupt noch hin? Im Moment. Na, gehen wir mal hier hoch. So, du bist jetzt auch hier. Jetzt ist die Frage, was ist wichtiger? Ah, ich glaube, wir machen doch hier den Bahnhof, weil dann kriegen wir nämlich selber Wolle. Dann werden wir immer autarker in der Hinsicht. Okay, Vieh ist da auch noch mit. Und den können wir uns leisten. Wir brauchen unbedingt aber eigentlich die Verkäufe, weil wir ja immer auch 1000 für den Meister bezahlen müssen. Das darf man auch nicht vergessen. So, du baust hier weiter Eisenerzminen. Gut. Sommer 1820. Transport hat sich eigentlich nichts verändert. Das ist alles gut so. Ja, die Textilindustrie der Großmacht Devon hat doppelte Kapazität. Ja, gut. Das ist halt so. So, langsam läuft es mit der Arbeitskraft. Wir werden weit. Nein, hier wollte ich noch nicht reingucken. Wir werden weitermachen, Meister auszubilden. Dann haben wir jetzt zwei über. Und hier sollten wir allerdings auch wieder zwei herstellen. Sonst wird das nichts. So. Das funktioniert. Wir haben unsere Sachen, die wir verkaufen können. 2-2 allerdings schon. Wir können vielleicht diesmal ein bisschen mehr verkaufen. Also die können wir eigentlich komplett verkaufen. Die nutzen wohl wirklich nur für zum Verkauf, ne? Das hat keinen weiteren Zweck. Alles andere hat ja irgendwie noch einen Zweck, dass man was anderes damit bekommen kann, aber das ist wirklich eine reine Verkaufsware. Ist derzeit im Übrigen auch am teuersten, interessanterweise. Okay, Leute, dann wäre es das erstmal gewesen und wir beenden den Zug. So, wir können wieder Wolle kaufen, das nehmen wir an. Leider nur eine Einheit. Aber immerhin zwei Eisenbahnen verkauft, das war durchaus wichtig. So, Werte kommen aus der Mode. Neue Informationen aus Devon, bekannt als Modehauptstadt der Welt, besagen, dass Bärte heutzutage weniger Anhänger finden als noch vor ein paar Jahren. Bärte jucken und sind eine Brutstätte für Läuse und anderes Ungeziefer, sagt ein Berater für Gesichtsmode. Vor wenigen Jahren fand man sogar einmal im üppigen Bart eines älteren Mannes eine ganze Mäusefamilie. Zumindest in Devon greifen die Männer langsam wieder zum Rasiermesser. Alles klar. So, hier ist nix. Okay, ich glaube, jetzt gibt es nicht mehr so viel sinnvolle Orte. Wir werden jetzt einfach mal sukzessive das weitermachen. Du warst hier tätig. Hast das angeschlossen? Das ist gut. Dann können wir eigentlich. Ach nee, das ist schon angeschlossen. Wo machen wir denn jetzt weiter? Ja, falls wir hier mal einen tatsächlichen Hafen bauen, machen wir dann mal hier. Oder, wartet mal, oder hier bei den Obstbäumen. Es geht ja immer noch um die Frage, wie schließen wir Totjev hier an? Vielleicht hier mit dem Bahnhof. Wir haben halt dann eine Doppelung. Das ist ein bisschen blöd eigentlich gelaufen. Oder hier, dann hätten wir das Obst wenigstens. Bringen wir ihn erstmal dorthin. Gut, Transport gibt es keine neuen Erkenntnisse. Bei der Industrie. Ja, wir kommen langsam voran hier, was die Arbeitskräfte betrifft. Wir investieren weiter. Sehr schön. Wir produzieren auch weiter Papier. Jetzt ist die Frage, was wäre denn als nächstes mal wichtig? Wie viele Bretter haben wir eigentlich? Zwei. Man könnte dann. Warte mal, und wie viel Wolle haben wir? Das heißt, hier müssen wir. Ach, hier stellen wir sowieso nur einen her. Okay, da könnte man eigentlich mal langsam in die Bretter- und Möbelproduktion wieder einsteigen. Wir werden erstmal einen Stuhl wieder herstellen. Wir müssen bedenken, wenn wir die Armee ausbauen, dann ist es ja so, dass das erstmal so gar nicht klingt, als würde das viel kosten, ne? Also hier. Ein Plänkler kostet hier ein Arbeiter und Munition und Waffen. Ja, okay.
Aber man muss bedenken, ein Arbeiter kostet ja wiederum auch ein Möbel und ein Stoff oder ein Kleidungsstück. Was war es nochmal genau? Ein Kleidungsstück. Und das ist schon, das hat ja schon einen Wert von 2.500. Plus das, also sind wir schon bei 3, 3.500, also diese 200 ist eher ein Witz dagegen. Das muss man immer mitbedenken. Und jetzt, wenn es hier um die leichte Artillerie geht, die wir auch haben wollen, da sind dann schon, ist schon ein Facharbeiter dabei, da kommt dann noch Papier dazu. Und zwei, also es hat schon enorm Wert, so eine Einheit. Ja, das wird einige Zeit dauern, ehe wir das zusammengekriegt haben. Okay, Leute, wir machen an dieser Stelle erstmal wieder eine Pause. Ich hoffe nicht, dass die Aufnahme wieder asynchron ist. Ich weiß nicht so richtig, woran es gelegen hat. Das war in einer der Aufnahmen der letzten Staffel so. Das kommt wegen diesen alten Programmen. Da läuft das manchmal nicht gut. Also schon mal Entschuldigung. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall. Bin gespannt, wie es weitergeht. Das nächste Mal werden wir uns nochmal diplomatisch orientieren, ob es da Neuigkeiten gibt. Und ansonsten haben wir groben Fahrplan. Also bis dann, macht's gut. Euer Steinballen.